Hallo und willkommen bei Sims 5. Ja, so weit sind wir noch nicht. Irgendwie ist die Ladezeit bei Sims 4 heute irgendwie lange. Ich weiß nicht warum. Hier hat sich was verändert. Bionade hat offline ein bisschen gespielt. Gar nicht wahr? Und Gar hier nicht war doch. doch Busch. Naja. Ja, in der letzten Folge hat man ja vielleicht gesehen, es gewitterte sehr. Und unser Toilettenbusch ist abgefackelt. Dann hat er einen neuen bekommen. Und der Toilettenbusch ist wieder abgefackelt. Und dann dachte ich mir, nee. Jetzt kriegt er ein Klohäuschen. Und ich Okay. habe das Geld so lange hin und her geschoben, nicht gescheatet, dass er sich eine kleine Klohütte hat hinstellen können. Es war einfach zu teuer, das jetzt zum dritten Mal nachzukaufen. Und ich freue mich definitiv auf den neuen Internetanschluss, dann gehen auch die Ladezeiten schneller hier. Oh, ja, wir haben jetzt gewechselt, weil wir sind ja wie gesagt umgezogen und sind mit dem Internet in der Steinzeit angekommen. Und naja, wir sind von einer 50.000er Leitung auf eine 6.000er Leitung. Man kann sich vorstellen, wie begeistert wir waren, dass, wo man dann 5 Minuten alleine brauchte, um eine E-Mail zu öffnen, zu bearbeiten und abzusenden, was für nicht mal eine Minute gedauert hat. Ja, es ist aber nur anstrengend. Ja, das Thema ist so mega interessant. Ja, das sagt er auch gerade. Also die Ja. Kurzfassung ist, wir haben bald wieder schnelles Internet und darauf freuen wir uns. Genau, das sind auch bei Sims 4 die Ladezeiten wieder Willst du schneller. den Müll da nicht wegräumen? Ja? Mhm. Zoom mal ein ganz bisschen raus. Da neben ihm. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen, Boah, genau ich das. habe eine Idee. Nee, wegwerfen. Ja. Wir können ihm doch den Mülleimer kaufen, der immer Geld zurückgibt, wenn er was wegschmeißt. Aber dann müssen wir ja, der kostet bestimmt Geld, oder? Ja, er müsste 1000 Simoleons investieren. Oh Gott. Das heißt, er müsste jetzt ein paar Fische fangen und in der Nachbarschaft, da ist doch ein Garten, da kann er doch Blumen auch ernten. Okay, dann soll er mal ein bisschen angehen. Ich zeig dir noch einen Trick, das bietet sich ganz gut Warum an. ist denn unwohl? Irgendwas Hier. ist da. Unfreundliche Umgebung. Weil er neben der Mülltonne stand, schätze ich mal. Ach so. Schau mal, wenn wir jetzt hier das Bestreben nochmal wechseln, verliert ihr das hier nicht. Und macht das Angelbestreben weiter. Hier ist Bestreben. Und dann lassen wir ihn mal wieder angeln. Dann kann er hier nämlich seine 10 Stunden Angeln sammeln. Er braucht die Punkte, dann können wir ihm mal was Schönes gönnen. Zum Beispiel einen Geldbaum. Darauf sollten wir echt sparen. Maus? So. Ja, mit den Handling muss ich ja noch ein bisschen zurechtkommen. Also, wer auf nackte Männer steht, also hier viel Spaß. Vielleicht lassen wir ihn noch mal trainieren, damit er wirklich mal aussieht wie ein Erwachsener. Ich finde, der ist so ein dünner Thunfisch, Was ist ey. das denn? Das ist ein Baumstammfisch, hast du doch gesehen. Aha. Hast du ihm gesagt, er kann mit Köder angeln? Mit Köder fängt man nämlich bessere Sachen. Ja, mit Köderangeln. Hier, ne? Ah, hier. Warte mal kurz, ich habe eine Idee. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Wenn er die Frösche züchtet, weil ich musste welche verkaufen, hast du ja irgendein Doppel. Oh. Züchten mit. So, jetzt hast du hier ein. Oh, guck mal, 125. Ja. Du kannst ja jetzt mit dem hier Surferblattfrosch zum Beispiel angeln. Warte. Surferblattfrosch. Der ist nur 10 wert. Dann hat er nämlich einen Köder an der Angel. Und wenn du ein bisschen Glück hast, fängt er damit auch seltenere Viecher. Auch mit dem Gemüse geht das. Ja. Ja, bin ich mal gespannt, wann was geschieht hier. Ja, das dauert. Da kannst du eigentlich auch vorspulen. Gut. Ist immer so meditativ, entspannt bis langweilig. Oh, willst du deine Ja. Bedürfnisse runtergehen? Unser Katzenfisch ist da. Oh. Er will raus aus dem Zimmer. Und in 3 Minuten will er wieder rein. Naja, er war leider auch auf Klo. Also ist es besser, mal die Tür zu lassen, weil sonst riechen wir den Katzenfisch-Klo. Naja, ich hatte Geruch. vor 5 Minuten, da bin ich ins Schlafzimmer gegangen, da war er auf dem Klappstuhl
Kleiderschrank hochgesprungen und wusste nicht mal, wie er runterkommt. Dann musste ich ihn erstmal runterhelfen. Was mache ich denn hier? Ja, das war So. voll süß. 5 Fische mit Köderangeln, da siehst du. Ja, 6 großartige Fänge. Und Level 6 der Anglerfähigkeit, aber das kriegt Ah, man sowieso. das steigt hier. Das hat er jetzt schon mal. Als nächstes kommt auf jeden Fall das und dann müssen wir das mit den Ködern noch machen. Ja. Schau mal, was er gefangen hat. Oh, cool, noch eine Kuhpflanze. Hier? Kannst du einbuddeln, kriegst du wieder 450 für. Gib mal einmal, da musst du wieder warten. 30, 10, 125. Die Fischis kannst du verkaufen. Okay. Oder du angelst mit den Fischen als Köder. Ja, wo bleibt denn hier die Ausbeute? Na, endlich 3. Weil die Fische im Inventar werden schlecht. Da ist es besser, die zu verkaufen oder die gleich zum Angeln zu benutzen. Okay, wir warten mal ab, bis er zumindest die 6 gemacht hat. Und dann können wir weiterschauen. Und so schnell, wie er jetzt gerade ist. Gut, er hat gleich Hunger, dann muss er also eh was essen, aber dann kriegt er, das kriegt er noch voll, bevor er was essen kann. Dann machen wir mit, dann machen wir mit dem Angel mal eine Pause. Naja, du musst immer bedenken, je schlechter es ihm geht, desto weniger schafft er. Aber jetzt hat er es geschafft, schau mal. Okay, dann halt die okay. Zeit mal kurz an. Und er holt sich jetzt schon Essen, siehst du? Wow, okay. Und danach kannst du sogar noch ernten. Die Ernte ist für den nächsten Tag schon wieder soweit. Die Kuhpflanze kann ich hier nebeneinander stellen? Die erste musste ich leider verkaufen, sonst hätte ich das Klohäuschen nicht bauen können. Die war aber schon wertvoll. Dann mach die zweite hin. Na gut. Die sind eh mega gefährlich, die können den Sim fressen. Nee, rüberziehen, genau. Die braucht aber schönen Abstand. Ich mach die mal hier. Ja, und dann einfach einpflanzen. Und so. Gießen natürlich. Pflanzen, was haben wir hier noch? Basilikum. Das zum Essen. Du hast ganz viel Basilikum. Aber er muss ja noch auf Klo. Jo. Ich gehe mal wieder in Denk die Denk dran, das Ding zu gießen. Das oh, ist nicht schlecht. Das ist ja mal hübsch. War das billig so? Alle gießen und dann... Oh, Caleb, was möchte er? Weiß ich nicht. Caleb fragt, ob ich zu ihm rüberkommen und abhängen möchte. Ja? Willst du erstmal dein Geld verdienen? Also ich würde die Pflanzen verkaufen, dann hat er ein bisschen Kohle. Und dann würde ich erst zu Caleb fahren. Die können wir auch so besuchen. Ach so. Caleb ist dein neuer Buddy, ja? Das ist jetzt einer deiner Kumpels. Aber hier komme ich wahrscheinlich nicht mehr rein. Lass sie doch endlich mal in Ruhe, du Stalker. Keiner zu Hause. Warum Stalker? Du gehst immer deinen Nachbarn auf die Nüsse. Schau mal, da ist ein Garten und da glitzert ein Baum. Das heißt, da ist irgendwas reif. Ja, kannst du ernten? Alles, alles ernten. Er braucht die Kohle, denn kann er sich den dann geldbringenden Mülleimer holen. Dann geht er einmal bei den Nachbarn auf die Grundstücke. Bin ja? ich froh, dass du so fokussiert bist, Mensch. Ich meine, er hat nur 100 Simoleons. Er kann sein Leben überhaupt nicht verbessern, wenn du nicht irgendwas machst. Und dieser öffentliche Garten ist perfekt dafür. Ach, ist ein öffentlicher Garten? Ja, dieser Garten ist öffentlich. Okay. Ich dachte, er bricht jetzt bei irgendjemandem ein. Nee, das geht gar nicht. Oh, wie schön er hier rumstrampelt. So. Jetzt kannst du mal schauen, was er sich da gerade pflückt. Glockenblumen. Alles verkaufen. Ich würde die Blumen und die Fische sofort verkaufen, bevor die... Wollen die nur 2? Ist egal, Geld ist Geld. Ja, okay. Ich meine, auch Kleinvieh macht Mist. Guck mal, der ist schon 21 wert. Du kannst auch Fische rausziehen, die viel mehr wert sind. Der hier? Energiegeladenes Dekor macht ihn sportlich.
Hier, die auch? Ja, wird's verkaufen. Und auch guck mal oben den Guppi und das andere graue Ah, hier Fischding sind ja auch noch welche. da. Elritze. Hier? Ja, verkauf die einfach. Okay. Naja. Und das Basilikum zum Beispiel kann er auch essen. Zukunftswürfel. Cool, den muss er da auch. Damit kann er Spaß haben. Das Okay. sagt ihm wirklich manchmal die Zukunft, Freunde. Oh, hi. Über Interessen reden. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber ich quetsche sie jetzt aus. Schmeicheln. So, nach Ah, guck, Tag gleich fragen. flirtet er wieder mit dem. Ja, Sind Sie der überlegt. neue Nachbar? Ich brauche mal wieder einen, den ich besuchen kann. Okay, soll ich dann gleich auf Romantik gehen? Schlüpfrige Fragen Romantik. stellen, flirten, fragen, ob Single ist. Oh Gott, das wird pervers. So, flirten. Ich weiß nicht, was in dem Kopf dieses Mannes vorgeht. Der ist eine Katastrophe. Jetzt noch ein Hinweis auf seine anderen Kanäle. Wir verraten jetzt mal, was er beruflich so macht. Da hat er nicht so viel Spaß. Oh Gott, ey. Na? Also nur so zur Erklärung. Leute, die sich beruflich immer benehmen müssen, machen ja privat nur Blödsinn. Ja, oh. Man siehe Oh. Sims spielen. Oh Gott, der sieht aber auch furchtbar aus. Wie so ein dicker Waschbär, der sich mal Ja. rasieren muss. Oh Gott. Lass Hübsch, dir wa? niemals so ein Bart wachsen. Das ist einfach nur Der gruselig. tolle Bart. Und der geht auf die Flirtversuche Dicke ein. Lock. Echt jetzt? Das sollte eigentlich Ja. abgeneigt sein. Oh Gott. Du hast nein mit jedem Sim. Oh Gott. So, Oh nein, ich okay. kann nicht hingucken. Knuddeln. Und wenn man schon auf die Flirtversuche eingeht. Wenn du mit dem ins Bett gehst, dann gehe ich aber raus aus dem Zimmer. Gestehen sich angezogen zu fühlen. Mal gucken, was jetzt kommt. Oh Gott. Bayer, du kennst ihn doch noch nicht mal. Ih, jetzt hat er einen Flirtbalken Oh. mit dem Ding im Waschbecken. Schau mal. Mir jetzt aber mal wieder schlecht. Oh Mann. Okay. Über Karriere fragen. Ich wusste nicht, dass man von Sims Lippenherpes kriegen kann, aber man kann Lippenherpes davon kriegen, wenn man sich zu der ekelt. Warum ist denn der beschämt? Schau mal nach. Nee, jetzt doch nicht mehr. Nö. War halt so schlimm. So. Probier mal deinen Zukunftswürfel. Ich will mal wissen, was der dir sagt. Okay. Dieses Ding, was du rausgeangelt hast. Ja, mache ich. Ich glaube, der macht nämlich wirklich Vorhersagen. Wenn der nämlich irgendwo rumsteht, dann spielen die Sims damit oft. Der Typ ist kokett. Voll der Romantiker. Schauen wir uns den mal richtig an. Oh Gott. Oh, noch so ein stylischer Held. Mit langen Okay. Socken und kurzen Hosen. Oh, jetzt hör doch mal auf! Wer kriegt hier noch Kopfschmerzen? Oh Gott, nein, du gibst ihm kein Geschenk. nee, der kostet. Der soll ja kein Geld kosten, der Jetzt Typ. hör doch mal auf, mit jedem Typen hier was anzufangen. Ich fange doch mit jedem was an, ist doch egal, was es ist. So. Irgendwann flirtest du in einer Bar und 10 Leute gucken böse zu dir rüber. Oh nee. Der geht darauf ein? Ja, Sims sind da nicht so. Nur wenn sie verheiratet sind, sind sie da so ein bisschen. Okay, dann muss ich jetzt mal nach Hause. Oh Gott, dein Zuhause ist da. Kannst du Oh, raufklicken. stimmt, ja. Oh. Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Na bitte. So, wie geht denn das Ding hier? Eine Cool. Frage stellen. Und dann fragt man auch nach der Zukunft. Aber Bitte, mach mal eine Sache, die ich mir wünsche. welche Frage gestellt wird und was die Zukunft sagt, Oh werden Gott. wir in der Zukunft sehen. Seid ihr auch so gestresst davon, dass der hier jeden Kerl anmacht? Schreibt's in die Kommentare und unterstützt mein. Oh mein Gott, was macht er da? Okay. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge mit unserer Wahrsagerin. Ja, ich versuche durchzuhalten und bei der nächsten wieder dabei zu sein, Eurobiennale. Okay, bis gleich. Ciao.